Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TV Mürz. Mein Name ist Kathi Hiller und es freut mich besonders, Sie heute als neue Moderatorin begrüßen zu dürfen. Ich liebe ja den Herbst. Ich liebe die bunten Blätter und habe eigentlich immer permanent Lust auf heiße Schokolade. Das Einzige, das mir am Herbst nicht ganz so gefällt, ist hin und wieder der Regen. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich mit meinem Schuhwerk wirklich nicht gut ausgestattet bin. Aber das werden wir heute ändern. Wir sind zu Besuch bei der Firma Deichmann. Und da werden wir die perfekten Schuhe für den Herbst finden, damit auch Sie nicht mit nassen oder kalten Füßen durch den Herbst stapfen müssen. Folge deinem Stil. So lautet das Motto der neuen Schuhmodetrends im Herbst 2019. Dabei sind keine Fashiongrenzen gesetzt. Die facettenreichen Stile der Herbst-Winter-Kollektionen lassen keine Wünsche offen. Von auffälligen Chunky-Sneakers bis hin zu eleganten Pumps. Die stylischen Modelle von Deichmann im Mürz-Center schmeicheln einfach jeder Frau und runden jedes Outfit perfekt ab. Neben den klassischen gedeckten Erdtönen und elegantem Schwarz sorgen die angesagten Neonfarben für einen Wow-Effekt an grauen Herbsttagen. Modelle in glänzender Lackoptik, mit Reptilienprägung oder mit Nieten liegen gerade voll im Trend und setzen ein echtes Fashion-Statement. Damit die Schuhe auch wirklich jedem Herbstwetter trotzen, gibt es die Möglichkeit, sie in der sogenannten Inbox imprägnieren zu lassen. Ein altes Sprichwort sagt, einmal pro Jahr sollst du an einen Ort reisen, an dem du vorher noch nie gewesen bist. 12 junge Musiker der Johannes Brahms Musikschule Mürz Zuschlag und ihr Direktor haben sich das zu Herzen genommen und sind im Sommer nach China gereist. Dort hat das Ensemble mit zahlreichen Auftritten begeistert. Sie haben das Land und die Mentalität der Menschen besser kennengelernt. Davon haben sie uns Fotos und Videos mitgebracht. Ein Ensemble aus 13 Musikern der Mürz Zuschlag Johannes Brahms Musikschule war im vergangenen Sommer im Rahmen einer dreiwöchigen Tournee auf Einladung zu Gast in China. Die geteilten Kosten für Flug, Visum und Versicherung haben das Land Steiermark, die Gemeinde Mürz Zuschlag und die Teilnehmer selbst getragen. Der Grund war, dass wir also eingeladen worden sind, von den Chinesen eben hinüberzufliegen, wegen eben der steirischen Musik. Wir haben ja eigentlich 3 Wochen in China gelebt. Wir sind in China auch sehr viel herumgereist, CO2-freundlich mit dem Zug, mit einem Highspeed-Zug, der 350 km/h fährt teilweise. Und wir waren aber auch kulturell interessiert und haben zum Beispiel in Chengdu uns eine typische Sichuan, eine chinesische Oper, angeschaut. Verschiedene Eindrücke haben die aktiven und ehemaligen Schülerinnen und Schüler im fernen Land erlebt. Du warst jetzt 3 Wochen unterwegs, hast das chinesische Leben ein bisschen kennengelernt. Das war für dich so die Herausforderung in diesen 3 Wochen? Also die große Herausforderung war natürlich das Essen, weil es einfach nicht das chinesische Essen ist, was man von uns da kennt, sondern es komplett anders ist. Man nicht wirklich weiß, was man genau jetzt isst. Aber es war auf jeden Fall zum Aushalten. Ja, einmal das Wetter, dort ist es affenheiß. Jedes Mal, wenn du aus dem Haus gehst, aus dem klimatisierten Hotel und du kommst raus, kriegst du eine Luftwatsche. Dann kommst du in ein klimatisiertes Restaurant, kriegst wieder eine Luftwatsche. Und daheim bist du dann verkühlt, weil die Hotels so kalt sind. Und jedes Mal, wenn du rausgehst, gleich verschwitzt bist, weil es so heiß ist. Es hat 40 Grad, 90 Grad Luftfeuchtigkeit, 90% Luftfeuchtigkeit. Das war fast das Anstrengendste, das Wetter. Meine Eindrücke sind sehr gut. Das Einzige ist, dass die Menschen ein bisschen unorganisiert sind, aber sehr gastfreundlich trotzdem. Also wir waren gut aufgehoben dort. Begleitet von einer Betreuerin besuchten die Brahms Players mehrere Städte in China. Also wir haben eine Betreuerin gehabt, die hat auch Deutsch gesprochen. Die ist dann in Peking dazugekommen und hat uns halt vom Bahnhof und so abgeholt. Und die hat uns dann die restlichen Wochen begleitet und hat immer geschaut, dass wir uns verständigen können. Wir waren zuerst in Shanghai, in Peking, Chengdu, Bengchu, Bailu, ja, also in vielen Orten. Wie habt ihr euch verständigt mit den Bewohnern? Eigentlich mit Händen und Füßen, daher sie kein Englisch verstanden haben und wir kein Chinesisch, und das war immer eine Herausforderung. Chinesische Mädchen und Buben musizierten bereits mehrmals in Mürz Zuschlag, unter anderem beim chinesischen Neujahrskonzert im Stadtsaal. Im Zuge des China-Aufenthaltes wurde nun eine Vereinbarung mit der Partnerstadt Bengchu unterzeichnet. Ja, in Bailu, das ist also ein Dörfchen in der Nähe von Bengchu,
gab es diese Unterzeichnung. Bengzhou ist ja die Partnerstadt von Mürzzuschlag. Und wir haben dort im Rahmen eines Konzerts, sehr staatstragend, mitten auf der Bühne, es war ein großer Festakt, eine Vereinbarung unterzeichnet, dass es also möglicherweise eine Errichtung einer Johannes-Brahms-Musikschule in Bengzhou in absehbarer Zeit geben wird. Das Mürzzuschlag-Ensemble begeisterte die Zuhörer in China mit einem bunten Musikmix. Hauptsächlich steirische Musik, also traditionelle, aber auch zum Beispiel den Charas oder den ungarischen Tanz, also auch Stücke von Brahms. Die Frage auch an dich, welche Art von Musik habt ihr den Chinesen vorgespielt? Also die Chinesen lernen ja die Gruppen ein, um quasi die fremden Kulturen ihren eigenen Leuten quasi zu zeigen. Und ich finde, wir haben einen guten Mix an österreichischen Liedern und Musikstücken mitgebracht. Also ein bisschen Klassik, ganz viele Märsche, auch ein bisschen Wiener Lieder. Also ich glaube, wir haben die sehr gut über österreichische Musik aufgeklärt. Also meine Highlights waren auf jeden Fall beim zweiten Mal China, wie wir in Taiwu waren. Da waren wir in so einem Gasthaus und da haben wir am Abend noch am Konzert die Leute unterhalten, wie wir einfach unsere Lieder gespielt haben und mit ihnen gefeiert haben. Danach haben wir auf der chinesischen Mauer steirische Musik gespielt und es war natürlich ein sehr großes Highlight. Und es gab auch gemeinsame Projekte der Brahms Players mit chinesischen Musikern. Hat es eigentlich einen Anlass gegeben, gemeinsam mit chinesischen Musikern zu spielen? Ja, das ist ganz oft passiert. Da haben hauptsächlich die Streicher die chinesische Schüler quasi übernommen für eine Stunde, zwei Stunden am Tag. Und am Abend hat es dann immer ein gemeinsames Konzert gegeben. Das war in Shanghai und in Peking und ich glaube einmal auch in Bailu. Und das war immer sehr spannend, weil die wenigsten davon konnten Englisch oder irgendwie Handzeichen verstehen. Weil das ist auch ein Problem. Die Handzeichen, die bei uns ganz logisch sind, sind bei ihnen nicht so ganz verbreitet. Also es war schon schwierig, ein Glas Wasser zu bestellen. Wir hatten Workshops mit kleinen Kindern, so um die 7 Jahre. Und auch Konzerte, entweder mit so Austauschkonzerte, also mit Orchestern aus anderen Ländern, oder eben auch Konzerte allein, also wo nur wir gespielt haben. Ein Resümee über den 3-wöchigen China-Aufenthalt ziehen Philipp Kartusch und Michael Koller. Ja, es ist einfach keine Lebenserfahrung. Die Leute dort sind ganz anders, die Kultur dort ist ganz anders, die Denkweise ist ganz anders. Und es ist wirklich spannend, da mal wirklich einzutauchen. Es war auf alle Fälle ein Abenteuer, ein musikalisches Abenteuer. Ich denke, musikalisch sehr erfolgreich. Wir haben Konzerte gegeben, Workshops gehalten. Wir haben sehr viele andere Musiker und Musikerinnen auch kennengelernt in China oder aus Tschechien auch. Es war auf alle Fälle sehr, sehr anstrengend, sehr heiß, das Essen sehr ungewöhnlich, aber auf alle Fälle sehr interessant und, wie gesagt, ein Abenteuer. Im Rahmen ihres 150-jährigen Jubiläums lädt die Sparkasse Mürzzuschlag am Sonntag, den 13. Oktober, zum Frühshoppen in den Mürzer Stadtsaal ein. Um 10.30 Uhr geht's los, von 11 bis 14 Uhr unterhält Wernersdorf Musik die Gäste. Eintritt und Verpflegung sind frei. Sparkasse Mürzzuschlag, was zählt, sind die Menschen. Der Sportivclub im Mürzzuschlag hat kürzlich sein 5-jähriges Jubiläum gefeiert. Das Studio, geleitet von Petra Meseric, hat sich in dieser Zeit zu einem Treffpunkt für Therapie, Training und Gesundheit entwickelt. Unser Team von TV Mürz war natürlich bei der Jubiläumsfeier mit dabei. Bereits seit 5 Jahren betreibt Petra Meseric den Sportivclub in Mürzzuschlag Mariazellerstraße 1. In dem funktionell eingerichteten Studio ermöglicht sie es auf vielseitige Art und Weise, die Menschen zu bewegen. Ja, es ist einfach sehr viel passiert bei uns im Sportivclub und ich glaube, wir haben das mittlerweile sehr gut etablieren können in Mürzzuschlag. Also man kennt uns, die Leute sind zufrieden. Wir haben mittlerweile auch sehr zufriedene und treue Kunden, sage ich jetzt einmal, die bei uns wirklich von Trainings angefangen über Workshops, Fachverträge, also eigentlich alles besuchen, was möglich ist, um auch wirklich sich zum einen zu informieren über ihre Gesundheit, aber auch wirklich aktiv was für ihre Gesundheit zu tun. Und es ist einfach schön,
mitzuerleben, auch für uns als Trainer und als Vortragende, was sie da eigentlich so die letzten 5 Jahre getan hat. Um ein Sportstudio erfolgreich leiten zu können, bedarf es auch einer qualifizierten Ausbildung. Ja, die Petra hat zahlreiche Ausbildungen bei uns gemacht. Also ich war Leiter der Bundessportakademie in Wien und dort hat sie Trainerausbildungen und Instruktorenausbildungen gemacht. Und ich habe sie eben in Erinnerung, weil sie eine ausgezeichnete Studentin war. Und ich denke, die führt diesen Sportclub hier ja wirklich ganz toll. Ob Spezial- und Gruppenkurse, Physio- und Elektrotherapie oder Massage-, Theorie- und Praxisworkshops sowie Vorträge. Der Sportivclub hat sich mittlerweile zu einem Treffpunkt für Training, Gesundheit und Therapie entwickelt. Ja, wir sind natürlich eine Sportstadt, das zeigt immer die Sportlehrung. Aber da und da ein Sportivclub ist super, weil da kann man selber trainieren. Das ist nicht nur für Vereine, sondern auch für Privatpersonen und die Fitnessbranche pumpt ja nach wie vor. Entweder gibt es bei uns so viele sportbegeisterte Damen und Herren oder liegt es eben doch an den Persönlichkeiten wie der Petra Mesaric, dass man eben hier gemeinsam trainiert, dass man sich auch ein bisschen an die Grenzen begibt, dass man aber trotzdem Freude und Spaß hat. Es ist mitten im Zentrum von Mützzuschlag eine ganz wichtige, tolle Einrichtung für eben Gemeinschaftserlebnis, Gesundheit, Sport. Ganz toll und ich wünsche weiterhin alles Gute und noch viele 5-Jahres-Feiern. Das 5-jährige Jubiläum des Sportivclubs Mützzuschlag war nicht nur Anlass, Bilanz zu ziehen und zu feiern, sondern auch in die Zukunft zu blicken. Neu angeboten werden zum Beispiel eine Form der Leistungsdiagnostik und eine Fuß- und Beinachsenanalyse. Für uns ist es so und so wichtig, nie stehen zu bleiben. Die Ideen gehen uns sicher nicht aus. Also von dem her, glaube ich, haben wir sicher noch für die nächsten 5 Jahre auf jeden Fall einmal sehr viel, was wir anbieten können. Möchten auch wieder viel Neues und Interessantes anbieten für die Leute. Also ich glaube, es wird sehr viel dabei sein für die Mützzuschlager und Mützzuschlagerinnen. Wer gesund, fit und aktiv bleiben will, sowie Spaß und Freude an der Bewegung hat, ist im Sportivclub Mützzuschlag genau richtig. Nähere Infos unter www.sportivclub.at. Das Jugendkulturzentrum Hot feiert Geburtstag. Seit 30 Jahren ist das Hot in Mützzuschlag eine Anlaufstelle für Jugendliche aus der Umgebung. Und auch Musikern und Bands bietet es seither eine Bühne. Wir waren bei der 30. Jubiläumsfeier dabei und haben nachgefragt, warum das Hot so einen wichtigen Stellenwert für Mützzuschlag hat. Das Jugendkulturzentrum Hot hat einen Grund zum Feiern. Seit 30 Jahren ist das Hot Anlaufstelle für Jugendliche aus der Region. Für Zentrumsleiter Mario Merl ist es wichtig, dass die Jugendlichen einen Ort haben, an dem sie sich in ihrer Freizeit treffen können. Das Hot bietet den jungen Erwachsenen viele Möglichkeiten. Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Also im Saal haben wir jetzt vorige Woche den Billardtisch neu überziehen lassen. Wir haben einen Tischtennistisch, einen Tischfußballtisch, diverse Brettspiele. Und ansonsten, wir veranstalten einmal im Monat ein Konzert, immer wieder Ausflüge, auch mit unseren Vernetzungspartnern, wie zum Beispiel dem Streetwork. Für die Jugendlichen aus dem Mürztal ist das Hot über die Jahre zu einer wichtigen Anlaufstelle geworden, die gerne besucht wird. Das Hot ist vielseitig. Du kannst dich mit deinen Leuten treffen, es gibt einen Billardtisch, du kannst wurzeln gehen mit deinen Leuten. Oder wenn du Tipps brauchst für Lebenssituationen oder sei es Arbeit oder sonst was, steht die Dini und der Mario immer zur Verfügung. Es sind alle so freundlich, du kannst mit einer immer reden und sie huchen da immer zu. Und wie der Thomas schon gesagt hat, man kann Sachen herinmachen, die mit Leuten treffen, im Winter vor allem. Und es ist einfach super darin. Auch Marco Machetti, der Jugendreferent der Stadtgemeinde Mürzzuschlag, ist stolz, dass das Jugendzentrum schon seit 30 Jahren besteht. Das Hot hat seiner Meinung nach einen sehr wichtigen Stellenwert für Mürzzuschlag. Das Jugendzentrum Hot ist deshalb wichtig, weil es die Jugendarbeit in Mürzzuschlag komplettiert. Es gibt einen Standort, wo sie Jugendliche treffen können. Es gibt einen Wohlfühlfaktor in diesem Haus, wo Jugendliche herkommen können, sie ihr Herz ausschütten können, herumtoben können, spülen können, sie unterhalten können. Das ist ein ganz wichtiges auch in der heutigen Zeit, dass sie wieder unterhalten wird. Und da wird eigentlich drauf geschaut im Hot, dass das auch passiert. Also es war immer Teamwork, super Zusammenarbeit, einfach mal mit der Stadtgemeinde Mürzzuschlag, mit meinen Vorgesetzten, mit der Bevölkerung.
denen die Jugendlichen einfach am Herz gelegen sind. Und das Spannende für mich war es, das als Teamarbeit zu begreifen und auf Probleme vielleicht aufmerksam zu machen, Lobbyarbeit zu leisten. Und heute ist halt so, wenn man dann die Fotos von damals sieht, dass man sich einfach an dieses Zusammensein und Zusammenarbeiten mit den Jugendlichen erinnert. Im Grunde genommen ist alles auf den Ideen dieser Jugendlichen gewachsen. Dann, ja? Und es ist dann auch ein Modell entstanden, das steiermarkweit einzigartig ist, nämlich eine Teilselbstverwaltung. Jugendliche dürfen innerhalb des Jugendzentrums selber entscheiden über das Programm und über das, was eigentlich dort passiert. Die Betreuer achten nur darauf, dass das Ganze nach außen hin nicht über die Stränge schlägt. Ja? Neben der Jugendarbeit bietet das HOT auch Platz für zahlreiche Konzerte. Heimische, aber auch internationale Bands sind schon auf der HOT-Bühne gestanden und haben das Publikum begeistert. Bei der 30. Jubiläumsfeier des Jugendkulturzentrums HOT ist auch die Mürzer Band Papa Willy auf der Bühne gestanden. Wir haben nachgefragt, welchen Stellenwert das HOT für Sie hat. Also für uns auf jeden Fall einen sehr großen Stellenwert, weil einfach wir proben auch da herinnen. Wir sind sozusagen die Stammband, wir sind so die Hausgeister da herinnen. Für uns auf jeden Fall einen sehr großen Stellenwert, wie es jetzt bei regionalen Bands im Umkreis ist, kann ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall eine gute Plattform für Konzerte, also spielt glaube ich jede Woche irgendeine Band. Die vergangenen 30 Jahre sind natürlich bis spät in die Nacht gefeiert worden. Zentrumsleiter Mario Merl hat aber auch schon konkrete Zukunftspläne für die nächsten 30 Jahre. Ja, Schwerpunkt sicher auch weiterhin auf Konzerte und Musik. Wir haben jetzt mit dem neuen Kollegen, der seit Anfang August im Haus ist, auch jemanden, der mit Film und Fotografie sich auskennt. Werden wir schauen, dass wir da vielleicht was machen. Und ansonsten möchten wir versuchen, einfach öfter zu kochen mit den Jugendlichen, um da ein bisschen mehr Selbstständigkeit ihnen näher zu bringen. Und mit diesem Beitrag vom 30. Jubiläum vom HOT verabschieden wir uns auch schon für diese Woche. Ich darf im Namen des gesamten Teams von TV Mürz Danke fürs Einschalten sagen. Und ich habe schon meine perfekten Schuhe für die nächste Ballnacht gefunden.